auf der Nordschleife, auf dem Nürburgring, legendäre Rennstrecke, gestartet im historischen Fahrerlager. Ich bin gespannt, was heute hier beim E-Corso passieren wird. Den ersten E-Corso hatten wir 2010 gestartet, damals noch mit knapp 40 Fahrzeugen als Tesla-Runde vor dem richtigen Rennen. Im letzten Jahr dann hatten wir auch verschiedenste Fahrzeuge schon gehabt und sind damals schon eine Runde über die Nordschleife geheizt. Und heute, dieses Jahr, so viele Autos waren, glaube ich, noch nie auf einer Rennstrecke unterwegs als elektrisch betriebene Fahrzeuge. 137 sind es im Endeffekt. Hier sind aus ganz Deutschland heute Fahrer von eigenen Autos angereist, vom Fiat über iMiFs bis hin zu Fisker Karma, Tesla Roadster. Brabus ist sogar hier, kann sich sehen lassen. Außen überholt. Riesenveranstaltung, also es macht richtig Spaß. Einmal echt wie ein Rennfahrer, wie Klaus Ludwig über die Nordschleife zu fahren, komplett elektrisch. Traumhaft. Traum eines jeden Jungen. Wir sind jetzt hier gerade in der Fuchsröhre gewesen, eine legendäre Schikane. Jetzt geht es gleich wieder bergauf, im Windschatten. Ab in den Adenauer Forst, nächste Schikane, bergauf. Langgezogenes Doppel-S. Ja, da kann man schon von Spaß reden, ne? Also die Beschleunigung ist für die Rennstrecke absolut adäquat. Und wenn wir jetzt gleich mal aufs Gas gehen, ich glaube, dann sieht man auch, dass die Höchstgeschwindigkeit sich nicht lumpen lässt im Vergleich zum Verbrenner. Jetzt ab ins Bergwerk, wieder scharfe Kurve, richtig sportlich reingefahren. 24 Kilometer die gesamte Runde, die Nordschleife alleine ja 21 knapp. Längste Rennstrecke Deutschlands, der Welt glaube ich sogar. Der Anspruch dieser Strecke ist einzigartig in der Welt und ich denke auch deshalb ist die Strecke auf der einen Seite so gefürchtet, auf der anderen Seite so geliebt. Kurven sind steil, nicht einzusehen. Die grüne Hölle wird ihrem Namen absolut gerecht. Wir fahren jetzt direkt hier auf die längste Gerade der Strecke. Ich glaub 1,5 oder 2 Kilometer geradeaus. Wir können jetzt nochmal Vollgas geben. Der E-Corso 2012 war ein voller Erfolg, macht Geschmack auf mehr. Und ich hoffe natürlich, dass es in ein paar Jahren nicht nur ein Corso ist, sondern auch ein richtiges Rennen dafür gibt. Ne? Endlich mal durch die grüne Hölle!